Willkommen zurück zu Warcraft 2, nachdem Frapsul endlich mal gestartet ist. Also machen wir einfach mal weiter. Zweiter Akt, Feuern, Azeroth. Aus den Reihen der Todesritter kommt der grausame Terran Gorfiend. Seit dem Tod von Gul'dan stehen diese untoten Ritter zwar nicht mehr unter der Herrschaft eines Clans, doch Gorfiend teilt das Ziel von Ersul, zahlreiche weitere Portale zu errichten. Er bietet an, die Todesritter von Gwenor in die Schlacht zu führen, wenn diese als Belohnung für ihre Kriegsteilnahme ein eigenes Gebiet erhalten. Mit den dämonischen Kräften der Todesritter und dem Wissen, dass er sich bei der Vernichtung des Ogermagiers Morgor aneignete, gelingt es Ner'zhul schließlich, der Erdspalte wieder magische Energien zu verleihen. Du führst nun die Streitkräfte von Shadowmoon hinein nach Azeroth und vor dir steht eine Befestigungsanlage, die die Menschen zur Bewachung des Portals errichtet haben. Zerstöre diese Zitadelle und besetze das Land, das die Erdspalte umgibt. Cool. Ja, die Menschen besiegen und Theron muss überleben. Das ist Theron. Und die Mission weiß ich jetzt schon vom Look her so ein bisschen. Wie gesagt, eben Fraps wollte mal wieder nicht so, wie ich wollte. Machen wir die Gruppen. Hey. So, wir haben ein paar Gegner, wir haben hier unten noch einen. Die werden wir wahrscheinlich erstmal wegroffeln. Na, nicht so langsam hier, komm. Und ich weiß nicht, warum Fraps auf einmal Probleme macht mit dem Spiel, aber... Komm ich mal drüber. Ja, irgendwie ging es sonst immer, aber jetzt muss ich immer knapp 20 Mal auf die Aufnahme drücken, bis es mal losgeht. So, wenn wir Katapulte haben. Da geschossen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall den hier unten, der kann ihn nicht viel momentan, den kann man auch wegmachen. Aber das sind ja auch nicht die Hauptgegner hier. Ey, hallo. Gut, der Theron, der ist ganz schön stark. Also so stark wie ein normaler Death Knight. Ah. Okay, das war sehr schlau. Das war ein Gruppenfail von mir, dass ich Arbeit damit dran hatte. Hätte ich gar nicht gedacht. Super. Naja. Wir haben noch Arbeiter übrig, also ist es nicht so wild. Ich glaube, hier waren ein paar Kanonen schon, ja. Die sieht man nämlich bei mir wieder nicht auf der Map. An was haben wir jetzt die Katapult verloren? Das ist doch schon so scheiße, ne? So, wir schießen erstmal mit den Dingen hier unten die Türme weg. Und. Ja, man sieht, wir haben einen blauen Gegner noch. Der ist besonders toll. Weil der die komplette Mitte der Map. Der ist sich ein bisschen am Aufbauen. Und was macht die Map besonders? Das ist eine der ersten zwei Missionen aus der Ork-Kampagne. Also, die benutzt dieselbe Map. Ganz interessant, finde ich. Weil da weiß man halt denn schon, was einen hier so erwartet. Ich würde sagen, wir lassen drei Ogre mal hier. Gruppe 1, 2. So. Jetzt haben wir nicht mal meinen Katapult, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Auch wenn der hier ganz schön schnell baut da unten. Aber mir geht es ja um das Prinzip, ich will die Goldmine haben. Ja, man sieht, der will jetzt hier auch schon angreifen. Das finde ich ganz schön abartig, was der hier macht. Vor allem, wenn mir eher noch im Rücken fällt. So, und dann wollen wir erstmal gucken, dass wir die Kaserne schnell kaputt kriegen.
schnell ist eh mal relativ gesagt hier. So, die dürfte erstmal weg sein. Brauchen wir Hilfe? Ja, holt ein bisschen Gold. Baut schon wieder eine neue Kaserne an. Das wollen wir natürlich auch nicht. Da kommen wir gerade so noch gegen an mit dem Schaden. Dann müssen wir gucken, dass wir schnell das Haupthaus noch wegkriegen. Schön Höfchen bauen. Das Tolle bei den blauen Gegnern ist, ich sehe die nicht auf der Map. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es buggt. Toll. So. Ziehen wir noch zwei Ogre runter. Ja, wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, geht halt darum. Was ist wichtig erstmal? Damit wir den hier kaputt kriegen. So, wollen wir den Arbeiter schnell killen. Und den Blauen wieder. Der Upgrades, ah, der hat Upgrades. Dann ist das kein Wunder, dass der hier so gut killt. So, wir haben jetzt hier nicht mehr wirklich was am Start, das ist geil. Ich hoffe, der baut kein neues Haupthaus. Weil wenn er das nicht macht, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. 60.000, 70.000, damit dürften wir praktisch alles gewinnen. Warum schießt er einfach auf meinen Zeppelin? Alter. Ja, Level 4. Das ist schon wieder so unfair, dass er hier fully upgraded rankommt. Yeah, Tower Defense. Super. Aber es geht ja nicht anders, weil Theron ist auch schon wieder fast kaputt. Wenn der kaputt ist, dann ist nicht gut. Ah, warum auch immer der überleben muss. Ich wette, der stirbt eh noch im Lauf der Kampagne. Hey, noch eine Goldmine. Noch besser. Weil wenn wir gehört haben, dass Mogor auch schon tot ist, die wir in der, ich glaube, zweiten Mission hatten. Ach gut, die Türme, die klären jetzt ein bisschen immerhin. Solange bis wieder Katapulte kommen, dann wird es wieder schwul. Und wir machen erstmal Türme. Wir haben ja genug Gold, da unten noch und so. Ich glaube, das ist Holz. Aber Holz haben wir eigentlich auch genug. Gehen wir nochmal scouten. Mal schön Türmchen bauen. Ganz viele, die brauchen wir. Brauchen wir Holz. Und wir brauchen wahrscheinlich bald einen Zeppelin. Scouten müssen wir trotzdem. So, bauen wir da. Ja, hier ist der Turm. Wir bauen unten noch einen Turm, damit hier nichts zu Theron rennt. Das ist ja nicht geil. Ah, das war mir klar, sowas da kommt. Ja, das ist jetzt schon wieder leicht schwul, wenn der mit Ballisten kommt. Die nehmen wir mal so ein bisschen mit den Pfannen raus an den Tower bauen. Genauso wie Drachen. Die nehmen wir an allen den Pfannen. Fliegen wir hier unten rum. Nein, keine Ahnung. Aber irgendwie ist hier unten gar nichts. Hey, eine Mine. Lol. Ist jetzt die Frage, was der für eine riesige Basis hat, wenn man 4 Goldminen zur Verfügung hat. Wir brauchen Upgrades.
Ich glaube, wir brauchen hier oben noch einen Ton. So, war hier Steine, Mundturm. Nichts Besonderes. Ist ein bisschen blöd, dass der das Holz da unten klaut. Das braucht er eigentlich gar nicht mehr. Dann kaufen wir erstmal hier Schild. Holz hacken. Runter, runter. Noch ein runter. Zack, zack. Erstmal ein bisschen Gruppen machen. Oder dann hoch. So, erstmal wieder 4 Grunzer, das ist gleich durch. Dann nehmen wir das hier noch mit. Erstmal eine Hochburg. Und. Grunzer. Es bringt mir auch gar nichts, wenn ich den Weg da oben scout, weil ich die eh nicht auf der Map sehe. Oh, wir gucken mal. Ach, hier ist er ja schon. LOL. Hier ist eine Base direkt neben meiner. Und was ist das denn? Kanonentürme, Ballisten, Ritter. Ach, noch mehr. Geil. Los. Machen wir erstmal noch so ein Ding. Ich nehme an, ein Zeppelin brauchen wir noch. Um alles aufzudecken. Boah, was? Ganz viele Ritter Level 6. Paladine mittlerweile eigentlich. Ja, gut. Kill mir direkt mal alles. Das sagt mir, ich brauche noch mehr Türme. Ich kann nicht gegen den Gegner gewinnen. Ich brauche mehr Türme. Okay. Machen wir ganz viele Türme. Ein Zeppelin. Holzhacken. Sollten wir mal. Schön machst du das. Ganz toll. Ja, fein. Kill mir die scheiß Türme. So. Ja, endlich Uber. Vielleicht kriegen wir mit denen ein bisschen was gekillt. Einen Hof machen wir erstmal noch. Also, greift er noch öfter an. Arbeiter schlägt man nicht. Gut. Ich sehe, wie wir die Goldminen brauchen. Für ganz viele Türme und Grunzer. Dann ja, machen wir die Goldminen erstmal alle. Schon wieder? Ja. Hat der Upgrades dafür? Nein, hat er nicht. Warum one-hittet der denn meinen Ogre? Balliste ohne Upgrades macht eigentlich nicht viel. Und hier kann man ja gut reinlaufen. Das ist schon mal cool. Ach, Magier. Level 1, nein. Aber Magier sind immer eklig. Das ist somit eine der lästigsten Einheiten im Spiel. Jedenfalls, wenn der Bot die hat. Ich glaube, das hätte ich auch schon mehrmals angesprochen. Das ging schnell. Keine Balliste. Ja, meine Pfeile sind stärker als deine Pfeile. Na? Die hat hier also in der Mitte ein bisschen mehr Einheiten und so. Aber hier außen die wenigen Kasernen, die kann man ihm auch schon mal wegnehmen. Das ist natürlich geil. Jetzt habe ich eine Idee. Erstmal haben wir jetzt die Goldmine. Ziehen wir ein paar Ogre runter. Die Goldmine ist natürlich jetzt blöd, die kann man ja gar nicht richtig towern. Aber die andere ist ein bisschen riskant. 19.000. Machen wir erstmal das hier. Ja, Cluster an Turm. Ich hoffe, er reicht, falls er überhaupt angreift. Der bunkert gut Einheiten.
So. Ist das hier fertig machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum blauer Gegner rote Punkte hat auf meiner Map. Das habe ich vorhin nochmal getestet. Das ist auch so, wenn ich Fraps nicht anhabe. Also habe ich ein Multiplayer-Spiel getestet. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig so.